Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima Legends. So, heute werden wir mal versuchen, das zweite Raubzug-Kapitel abzuschließen. Keine Ahnung, ob es überhaupt möglich ist, so etwas in einem Part zu schaffen. Theoretisch schon, wenn alle einigermaßen wissen, was Welche zu tun ist. Dieser Legenden interessiert euch? Was auf mich ja definitiv nicht zutrifft, das haben wir ja bereits festgestellt. Aber, naja, ich hoffe mal, dass Kapitel 2... dass die Hindernisse, die mich dort erwarten, einigermaßen gleich sind wie die in Kapitel 1, aber ich glaube eher, da wird mich ganz viel neuer, krasser Scheiß erwarten. Ich bin gespannt. Na dann, so wie immer die Einstellungen. Dann mal los. Und dann warte ich erstmal eine Weile. Wir haben schon mal instant einen zweiten Mitspieler gefunden. Ist doch schon mal gut. Und wer weiß, dadurch, dass wir ja uns fürs zweite Kapitel anmelden und schon Level 106 sind, erkennen hoffentlich Leute, die ein höheres Level haben, ah, okay, die haben Erfahrung und dann verlassen sie nicht instant die Gruppe oder so. Kann ja auch passieren. Ne, so Leute, die Level 115 bis 120 sind, dass die dann sehen, oh nee, da hat einer ein zu niedriges Level, kein Bock. Wäre möglich. Oh, der zweite Spieler ist jetzt mittlerweile schon leider raus. Ja gut, dann warte ich mal noch eine Weile. Okay, jetzt hat sich die Gruppe gefüllt. Schöne Legenden für 120, euch. 110, 120. Wow. Alle haben ein höheres Level als ich. Nice. Sehr gut. Okay, ja, ich bleibe auf jeden Fall bei meinem Ronin. Ne? Meinen Assassin zu nehmen macht jetzt eh keinen Sinn mehr, da er eh schon Level 20 ist und die anderen beiden Klassen habe ich nicht mal im geringsten hoch genug gelevelt, dass sie einigermaßen brauchbare Fähigkeiten haben. Deswegen, ja, habe ich ja bereits im letzten Part angekündigt, nämlich die Klasse, mit der ich mich bislang am besten auskenne. Und dann hoffen wir mal, dass es diesmal läuft. Wir haben auf jeden Fall schon mal drei erfahrene Leute dabei. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, mindestens einer wäre dabei, der, ja, so ähnlich wie ich noch am Anfang steht. Als sie vorwärts drängten, standen die Geister einer riesigen, tödlichen Kluft gegenüber. Das ist die Natur meiner Schmerzen. Ihr werdet hier begraben sein. Nicht einmal eure Schreie werden entkommen. Okay, let's go. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das wird einigermaßen besser laufen als das erste Kapitel, wo wir natürlich... Ach so, die laufen einfach durch. Die kümmern sich gar nicht um die Gegner. Aha. Ja gut, die haben den Speedrun-Modus eingeschaltet. Das hätte ich ahnen können. Okay, aber alles gut. Hat ein Wort gehalten. Vor den Geistern lag ein zerstörter Pfad, erfüllt von der Macht der Karten. Die Kluft der Begrabenen. So, okay, nehme ich mir eine der Abstimmungen hier oben. Dann trage ich schon mal zum Team bei. Soll ich als Erster? Das wird nicht angezeigt, was da kommt. Was? Wie jetzt? Nee, ne? Ist nicht wahr. Okay, war das Absicht, dass das nicht angezeigt wurde, welche da als Erste kommen? Ah, scheiße. Vor den Geistern lag ein zerstörter Pfad. Oder sollen die anderen drei lieber... Ach nee, komm. Also das Erste ist schon mal nicht Mond. Right? Okay. Okay, dann kommt als Nächstes ich, oder? Ach, soll ich als... Hier, dorthin. Moment, nein. Oh, mein Charakter macht wieder nicht das, was er soll. So. Okay. Die kennen scheinbar die Reihenfolge bereits. Alles klar. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich wieder ich. Oh, doch nicht. Oh, okay. Okay, ich warte lieber, bis kein anderer springt. Okay, ich bin dran. Alles klar. Die wissen Bescheid. Dann kann ich mich komplett nach ihnen richten. Das passt. Zum Glück ist der eine Typ noch etwas eher gesprungen als ich. Okay, jetzt komme ich.
Nice, okay. Alles klar. Ja, man merkt schon direkt den Unterschied, ne? Veteranen, die Kombination hier bereits kennen. Also muss man sie scheinbar tatsächlich durch Trial Error herausfinden, oder was? Das ist ja fies. Und jedes Mal muss man von vorne anfangen, sobald, ja, sobald mal ein Geist runtergefallen ist. Finde ich ja schon ein bisschen, krass. Okay. Soll hier noch keiner? Moment, Moment, ich komme, ich komme. Zack. Okay. Schon krass. Ach so, da geht's. Ah, alles klar. Puh, Gott sei Dank. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich gerade bin. Die kennen nicht nur scheinbar sämtliche Kombinationen hier auswendig. Die sind auch noch bereit, mich hier quasi mitzunehmen. Anstatt, dass sie auf einen vierten, höher geskillten Spieler warten. Ja, was krass ist. Wie aus dem Nichts. So. Und mit meinem Level 110 Schwert hier mal zuhauen. Jawoll. Guck mal. Klappt doch. Yes. Da ist noch einer. Oh, ein Zwilling auch noch. Okay. Und geht das noch? Geht das noch? Geht das noch? Ja, okay. Wow, nice. Oh, mega, Leute. Diese Runde wird schön. Ich sehe es jetzt schon. Ich lasse euch nicht fallen. Ach so, der hat sich schon voll geheilt. Ja gut, ups. Ich habe gesehen, dass einer für eine Zeit... Ah, okay. Dass einer für eine Zeit etwas weniger Gesundheit hatte, den wollte ich jetzt heilen, aber ja, im nächsten Moment habe ich gesehen, ah, der hat volle Gesundheit. Der kommt schon klar. Alles klar. Zack, kritischer Treffer. Weil ich es kann. So, muss sich einer hier draufstellen? Okay. Sehr gut. Und muss sich dann jemand auf der anderen Seite auch auf den Schalter stellen, damit wir rüber können? Bin mir nicht sicher. Der läuft da jetzt gerade so rum. Er wird schon wissen, was dort zu holen ist, oder? Ah, dort! Ach du liebe Zeit. Okay. Gut, gut, gut. Ich bin da, ich bin da. Ah, okay. Ich merke schon. Derjenige, der keine Abstimmung hat, der sollte rübergehen und dort den Schalter aktivieren, weil diejenigen, die Abstimmungen haben, müssen jetzt hier ihre Plattformen erzeugen. Oh nein, oh, okay, okay. Ich dachte, jetzt wäre ich dran gewesen, okay. Aber jetzt bin doch ich dran, oder? Ah, dort, okay, wir überspringen eine Plattform, alles klar. Ja, nach der Schande, die beim letzten Raubzugkapitel über mich gekommen ist, habe ich natürlich das Jump'n'Run-Gameplay von mir ein kleines bisschen verfeinert. Wobei ich sagen muss, es war eigentlich nie so besonders schlecht. Oh Gott, Drillinge oder was? Ach du Scheiße. Oh, Drillinge sind ja fies. Okay. Also wir stellen uns dann hier auf die Dinger. Oh. Nice. Okay. Muss jetzt irgendeiner hier rüber, oder? Ich war eine Priesterin mit großer Macht. Muss vorher noch was anderes gemacht werden. Deshalb habe ich die Herrscher Tsushimas geopfert. Das Volk hat einen Einfluss. Ah, da ist noch. Ah! Verbindungen, okay. Ich nehme den Schalter hier. Von dem ich hoffe, dass er wichtig ist. Ich weiß es nicht. So, alles klar. Drei müssen den Schalter, müssen die Schalter betätigen, damit einer rüber kann. Wahrscheinlich wieder der ohne Abstimmung. Und die anderen drei, ja, er ist rüber, oder? Können wir runter? Ich weiß es nicht. Okay, solange die anderen auf ihren Dingern geblieben sind, wollte ich lieber auch draufbleiben. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Oh, wow, 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 wow. Oh, böse, böse, böse. Oh, oh. Oh,
Okay. Er hat sich voll geheilt, der liebe Penner. Shit. So. Sind sie gebrochen, die Zwillinge? Drillinge, wie auch immer. Oh, shit. Oh, nein. Oh, scheiße. Oh, was ist denn hier los? So, den mal ein kleines bisschen runterhauen, damit die beiden möglichst zeitnah draufgehen. Wow. Jawohl, okay. Das Zwillingspaar ist... Oh, da unten. Böse Geister, böse Geister. So. Oh, wow. Oi. Das war ja nice. Sehr gut. So. Oh, ich wollte ihn jetzt eigentlich so im Vorbeilaufen heilen. Aber gut. Wie aus dem Nichts. Okay. Ah, wieder sowas. Alles klar. Bin ich dran? Okay. Alles klar. Ach du Scheiße, jetzt kommen die Dinger. Nein. Okay. So. Komm ich als nächstes? Oh. So. Ach so, oh, sorry. Scheiße. So. Entschuldige. So. So. Und wer kommt jetzt? Ah, nein! Oh nein! Ups. Scheiße, wie ist das denn passiert? Warum ist die Plattform so schnell weg gewesen? Das ist doch vorher nicht passiert. Hä? Ich war eine Och, Scheiße. Mit großem Oh, joi. Deshalb haben ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist, ehrlich gesagt. Auf einmal, ja, puff. Ups. So. Der ist weg. Ist mir jetzt an der Stelle ehrlich gesagt auch egal, wer jetzt Schuld hatte. Ich meine, das ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Ich meine, klar. Ich meine, es kann genauso gut auch sein, dass das Spiel uns einfach nur verarscht hat. Ne? Sagen wir es mal so. Naja. Wie gesagt, ist egal, selbst wenn jemand Schuld hätte, würde ich ihn überhaupt nicht für ankreiden, weil die Plattform ist so schnell verschwunden, das kann eigentlich gar nicht sein. Das kann wirklich eigentlich gar nicht sein. Das ist mega komisch, naja. Da liegt auch Zeug für mich rum. Sollte ich durchaus einsammeln, sowas. So. Okay, dann können wir hier warten, nehme ich an, bis Gish Gibil. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gelesen. Gemeinsam sind wir stärker. Ah, nice. Na los. Da bedanke ich mich nicht. Ah, sorry. Ja, so. Schnell. Nein, ach Mann, ich wollte Danke sagen. So. Mann, habe ich alles Falsche gesagt. Vielen Dank. So, das wollte ich eigentlich sagen. Entschuldige. Und nochmal eine Verbeugung. Okay, ah, die Plattformen existieren jetzt. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. I guess, wer kommt als erster? Ich war nicht zuerst, oder? Denke ich. Okay, warum sind die Plattformen plötzlich weg? Au, muss einen Gegner erledigen. Okay, wahrscheinlich deshalb. Deswegen hat er den Gegner wahrscheinlich auch markiert, so nach dem Motto, wartet noch eine Weile. Hier ist ein Penner aufgetaucht. Alles klar. So, als zweites kam ich, glaube ich. So. Okay. Ah, nein. So. Okay. Ich weiß nicht wer, ich bin's auf jeden Fall nicht. Nice. So. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Alles klar. So. Eieiei, jetzt sind wir alle... Okay. Passt. Ich weiß nicht, wer als nächster kommt. Ich warte lieber, bis alle frei sind. Okay, grün kam als nächstes. So.
Zum Glück wird man nicht mitten im Sprung mit Wurzeln festgesetzt. Das ist schon mal ein Vorteil. So, sehr gut. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder Feinde erledigen. Nice. Sehr gut. Und ich nehme das hier. Irgendwo wird es ein... Ah, da ist der dritte Schalter. Ah, alles klar. Dann kann er jetzt hier rüber zu uns stoßen. Super. Okay. Hier steige ich auf jeden Fall schon mal deutlich schneller hinter das Prinzip von dem Kapitel. Was aber auch, wie gesagt, daran liegt, dass ich lauter Leute dabei habe, die eindeutig... Die eindeutig Veteranen in dem Kapitel sind. So. Ich dachte, wir könnten schon runter, weil er jetzt zu uns gestoßen ist und dann stoßen wir gemeinsam weiter. Aber nein, er läuft wieder woanders lang. An dieser Stelle bin ich tatsächlich froh, dass ich mich dafür entschieden habe, eine der Abstimmungen zu übernehmen. Weil, ich glaube, ich als derjenige, der dann alleine von den anderen drei getrennt losziehen muss, hätte nicht so gut geklappt. Auf mich alleine gestellt, weiß ich nicht, ob ich dem Team tatsächlich so eine große Hilfe gewesen wäre. Von daher ist, glaube ich, doch ganz gut, so wie es ist. Dadurch können die anderen beiden mit den Abstimmungen mich anleiten, wann ich zu springen habe, ne? Ich weiß dann automatisch, wenn die anderen beiden nicht springen, muss ich springen, ne? Das ist so ein Vorteil davon. So, ich nehme an, als nächstes ich, okay. So, alles klar. Gut. Wunderbares Gameplay. Ob die eventuell noch nicht einmal wissen, dass sie einen Noob bei sich haben? Oh, doch, wahrscheinlich schon, weil sie müssen ja die ganze Zeit Anweisungen geben, wann ich zu springen habe. Also, die wissen auf jeden Fall, dass ich die Reihenfolge nicht kenne. Aber die haben sich, die sich entweder gemerkt oder aufgeschrieben. Finde ich beides großartig. Ne? Hauptsache, sie kennen die richtige Reihenfolge. Das ist mega. Ha. Boah, stellt euch mal dieses Kapitel vor mit einer Gruppe, die die Reihenfolge nicht kennt. Ach du liebe Zeit. Oh nein! Okay, oh, knapp. Mega knapp. Kommt, okay. Oh, ich habe jetzt Angst, dass sich die Plattform unter ihm löst und er dann doch noch in den Abgrund stürzt. Und wir vom letzten Checkpoint aus neu anfangen müssen. Ein Bogen ist unschlagbar. Oh, da, also Alter, diese Scheißsphäre, wie weit die jetzt gekommen ist. What the f... Oh, okay. Bogenschützen kommen jetzt auch noch dazu. Na, ganz toll. Boah. Okay, knapp. Die Jägerin hat schon den Bogen gezückt, weil es doch schon ziemlich knapp war. Ich habe auch gedacht, dass ich gleich erwischt werde. Ich bin mir nicht sicher, wo ich lang soll. Oh. Das gibt's nicht. Alter. Oh, scheiße. Okay, danke. Ich nehme mal an, jetzt hier rüber. Was? Geist ist gefallen? Oh nein! Oh Gott. Wie ist das denn passiert? Ach du liebe Zeit. Hoppala. Oje, oje, oje. Ach du liebe Zeit, von hier aus wieder? Uff. Also die Checkpoints hier sind aber ziemlich streng, oder? Naja, wobei, nee, doch, vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte, wir wären deutlich weiter zurückgesetzt worden. Alles gut. Aber trotzdem, ja, die Checkpoints sind trotzdem etwas streng, wenn man bedenkt, dass Leute diese Mission auch mal irgendwann zum ersten Mal spielen, dementsprechend die richtige Kombination nicht kennen von den Abstimmungsplattformen her. Und ja, ne, dementsprechend oft sterben und dann müssen sie immer wieder dort von vorne anfangen. Boah. Also da würde ich irgendwann auch einfach die richtige Reihenfolge googeln beim nächsten Mal. Das Problem ist, man kann leider, ja gut, da müsste man dann mit den anderen wahrscheinlich im Sprachchat kommunizieren, damit man Ansagen machen kann.
weil das Ganze ohne Kombination, ohne Kommunikation zu schaffen, stelle ich mir mehr als nur schwierig vor. Ich meine, gut, jetzt gerade ist die Kombination für uns ja auch ausgeschaltet. Ich meine, ich höre die anderen nicht und sie hören mich nicht. Aber, ja, wie ihr seht, klappt das auch so gut genug, weil die anderen drei perfekt Bescheid wissen, was, wie, wo zu tun ist. Von daher, in diesem Fall klappt das sehr gut. Oh Mann. Ich will gar nicht erst wissen, was einen dann noch alles in Kapitel 3 erwarten wird. Das wird dann ja richtig heftig. Weil das hier finde ich schon ziemlich streng. Das finde ich sehr streng. Dafür, Boah, knapp. So, einmal wenigstens voll heilen. Einfach, weil ich es kann und weil ich ein Heiler bin. Ich muss ja jede Gelegenheit zum Heilen nutzen. So viel steht fest. Oh, nein, ich kann da nicht hochklettern. Oh Gott, doch. Ah, oh, na toll, aber es hat nicht mehr gereicht. Autsch. Sorry. Danke. So. Ich wollte sicher gehen, dass ich dieses Mal den richtigen Chat-Befehl erwische. What the fuck? Alter, du Scheißding. Na. Ah. So eine Scheiße. Sorry, Leute. So, jetzt aber. Ja, genau. Oh, geil, ich konnte durchsprinten. Perfekt. Sehr gut. Was sollen wir jetzt genau machen? Da oben steht einer auf dem Ausguck, aber... Ach, egal, komm. So, durchgesprintet, fertig. Oh, okay. Passt. So. Jetzt kommt wieder das. Wer kommt als erster? Ich? Okay, kein anderer springt, also werde ich es wohl sein. Alles klar. So. Wer kommt jetzt? Ich wieder? Echt? Was? Nein! Oh, scheiße! Weil die anderen nicht gesprungen sind, da dachte ich, ich wäre dran. Ich meine, klar, es wäre eine unregelmäßige Reihenfolge gewesen, aber... Ne, die anderen sind gesprungen. Die anderen sind nicht gesprungen. Das ist für mich immer das Zeichen, ich bin dran. Ach, scheiße, jetzt müssen wir wieder hier von vorne anfangen. Ach, es tut mir so leid, Leute. Ah. Okay, nächstes Mal warte ich länger. Nächstes Mal warte ich definitiv länger. Nur um sicher zu gehen. Ne? Weil wegen ein, zwei Sekunden längeren Warten werden die mir nicht den Kopf abhacken. Das sehe ich, denn... Ja, die halten weiterhin zusammen, obwohl wir ein paar Mal neu starten mussten. Also sie haben Verständnis dafür, wenn ich mal einen Fehler mache. Das ist gut. Die merken, ja, die haben ja mittlerweile definitiv gemerkt, dass ich das Kapitel noch nicht kenne. Dementsprechend, okay, passt. So, zuerst kommt Green, dann kam ich, ne? Genau. Ah, oh, doch nicht. Hohoho. Okay, jetzt aber. Alter, das war mega knapp. Das war um ein Frame versetzt. So, jetzt Sonne, jetzt kam wieder Grün. Und jetzt kam wieder ich. Ich hatte die vorletzte. So. Okay. So, weg mit dem Geist. Ah, teleportierender Geist. Wow! Das war nice. So. Okay. Oh. Ich denke, jedes Mal, scheiße, ich schaff den Sprung nicht, aber zum Glück reicht das Momentum dann doch noch. Puh, ach Gott, ja. So. Ah, let's go, let's go. Okay. So. Sprinte durch. Okay, nice. Oh, okay. Oh. Mieser Sack. Ach, egal. Ja, die wissen jetzt auch, ja, okay, lohnt sich nicht zurückzulaufen, ist egal. Oh. Ah, die Dinger sind so gemein, ne? Okay, passt.
Sehr gut. Wir kommen immerhin immer fixer voran, ne? Wissen ist Macht bei den Raubzugkapiteln. Das merkt man. In diesem Kapitel mehr denn je. So viel steht fest. Oh, böse, 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 böse. Okay, geil. Hier am Rand ist man von dem Ding sicher. So, bin ich wirklich als Erster? Okay. Stimmt, ja. Hatte ich ganz vergessen. So. So, jetzt. Ich warte, ich warte. Ich bin nicht dran. Das wissen wir. Nein! Was soll das? Wieso ist die Plattform... Ey, das war jetzt vom Spiel die Schuld. Ganz ehrlich. Das war nicht meine Schuld. Das war vom Spiel die Schuld. What the fuck? Was soll denn das? Das ist ja nicht. Ey, das Kapitel ist ja verflucht. Ach, ist das kacke. Oh. Das ist jetzt wieder so ein Scheiß, der aber wegen dem Spiel passiert, nicht wegen uns. Der wegen dem Spiel passiert und dadurch dauert das Kapitel jetzt bestimmt wieder über eine Stunde. Weißt du? Ansonsten wären wir hier locker flockig durchgekommen, obwohl ich als Nichtwissender eigentlich den größten Nachteil habe, aber trotzdem, wir kommen recht gut durch. Das ist ja das Gute. Die Frage ist nur, wie lange geht das Kapitel noch? Das weiß ich ja überhaupt nicht. Wir haben bislang nur einen Oni-Schatz gefunden und ich gehe davon aus, es wird hier wahrscheinlich genauso wie bei den anderen Raubzug-Kapiteln mindestens... Boah, die Dinger, die verschwinden ja mega schnell. Das ist heftig. Aber es wird hier wahrscheinlich auch wieder mehr als 5 Oni-Schätze geben, schätze ich. Der Wortwitz war sogar nicht beabsichtigt. So, okay. Okay. Und zack. Und weiter, oder? Einfach durch. Super. Ah, wir können jetzt hier durch. Sehr gut. Da hat gerade das Timing recht gut gepasst. So. Passt. Ah, shit. So, lauf, 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 lauf. Okay. Und jetzt hier durch, oder? Ich hab's hingekriegt. Gerade so. Puh. So. Ich stehe hier schon mal, warte aber natürlich auf die anderen beiden. Ich weiß ganz genau, hier bin ich der Erste. Aber ich warte erstmal, bis die anderen beiden da sind. Ne? So, jetzt. Zack. Okay. Oh, wie schnell die Plattform wieder verschwunden ist, seht ihr? Das ist heftig. Wer kommt jetzt? Ah, krass. Das war ziemlich oft der Grüne. Alles klar. Wer von uns... Okay. Okay. Wow. Setz deinen Weg fort. Nice. Ah, okay. Wie aus dem Nichts. Schade. Jetzt hätte ich gerne so ein Attentat nach dem Seilsprung gemacht, aber egal. Wow. Ohne Scheiß, die Jägerin muss ja mega overpowered sein mit ihren Fähigkeiten. So krass, wie sie die Gegner one-hitten kann teilweise mit dem Bogen. Ist der Hammer. Okay. Jetzt gibt's hier solche Totems. Da muss ich nach einem mit Mond... Ah, da hinten ist es schon. So. Nach dem mit dem Mond habe ich schon Ausschau gehalten, habe ich mir gedacht, dass es für jede Abstimmung ein Ritual-Totem gibt. So. Weiter geht's.
Dadurch habe ich jetzt auch meine Abstimmung verloren. Was hoffentlich wirklich bedeutet, dass dieses Plattform-Abstimmungsgehopse sein Ende gefunden hat. Ich hoffe es. Weil es war mega anstrengend, selbst wenn man die Kombination kennt, scheinbar. Ne, die anderen haben es scheinbar auch sehr unterschätzt, wie krass schnell die Plattformen verschwinden tatsächlich. Wow. Hallo? So, den Gegner erstmal schön schwächen, dass er mehr Damage abkriegt. Bams. So, nice. Okay. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, einen weiteren Ronin bei uns in der Gruppe. Den da. Denke ich mal. Aber ich weiß nicht, ob er den Schwächungsskill ausgerüstet hat. Huch. Achtung, Oni. Da hat sich gerade mein Wecker gemeldet, aber Vorsicht, das ist mir an der Stelle egal. Wir ziehen möglichst weiterhin durch. In der Hoffnung, dass das in diesem Kapitel noch klappt. Nur dann, wenn wir an der 1-Stunden-Marke kratzen, werde ich hieraus wieder einen Zweiteiler-Part machen. Vorher nicht. Jenseits des Tores spürten die Geister etwas Scheußliches. Der okay. Geruch von Blut lag in der Luft. Oh. Die Sterbefelder. Uiuiui. Besiege die Ritualwache. Okay. Nice. Okay. Jetzt wird's schön zusammengehalten. Yes. Ja, dachtest du könntest einen schönen Kill abstauben, nur weil ich, ja, dir den Rücken zugekehrt habe, du Penner. Nee, ist klar. Oh, scheiße. So. Läuft mega gut gerade. Da ist jemand. Da hinten? Ah, da. So. Alter, wir haben einen mega krassen Sniper bei uns in der Gruppe. Herrlich. Keine Ahnung, ob diese drei hier regelmäßig zusammenzocken und mich jetzt gerade nur so mitgenommen haben. Oder ob ihr vierter Mann ausgefallen ist. Ne? Oder ob sie zufällig aufeinander getroffen sind. Ist ja auch egal. Ne? Egal, wie die Situation bei den dreien vorher ausgesehen hat. Fest steht, wir sind ein eingespieltes Team, obwohl einer drinne ist, der die Mission nicht kennt. Und ich liebe es. Okay. Müssen wir hier noch irgend... Ach so, einer muss dort lang. Oh. Okay, Moment. Jetzt raff ich's erst. Hab's verstanden. So. Und sich dann da reinstellen wahrscheinlich. Jo, alles klar. Macht euch kampfbereit, sabotiert das Blutritual. Nach ihrem Blut. Es dürstete nach dem Blut der Geister. Okay, müssen wir jetzt hier stehen bleiben oder... Oh Gott. Oh, das wird ja witzig. Wow, Mist, jetzt wurde ich runtergestoßen. Ups. Oh, hoch. Ach, das ist ein Nachbild. Oh. Muss ein Skill von der Jägerin gewesen sein. Wow, alles klar. Wow. Au. Alles klar, das war jetzt krass. Okay, wir müssen tatsächlich hier stehen bleiben, wie es aussieht, um das Ritual am Laufen zu halten. Geht nicht anders. Okay. Will die Jägerin jetzt übernehmen? Soll ich hier weg? Ich weiß es nicht. Oder müssen wir uns jetzt allgemein aufteilen? Ich weiß es nicht. Gegner rücken an. Okay. Ich gehe runter. Meine Feinde verfehlen die
So, oh. So, der ist weg. Wow, das war eine nice Bombe. Au, scheiße. Oh nein. Oh, das war blöd. So, einmal bedanken natürlich. Oh, nice. So, einmal Heilskill raushauen, ne? Wenn ich gerade schon Heiler bin, Verderbtheit 4, keine Ahnung, was das heißt. 5. Ja, schön und gut, aber 6. Passiert etwas, wenn die Verderbtheit zu hoch gerät? Ah, da ist wieder dieses so ein Bluttor. Oh, das hat sich aber bislang kaum mit Blut gefüllt, obwohl wir so viele Gegner besiegt haben. Shit. Das ist jetzt Kacke. Oh, wow. Die Verderbtheit ergreift langsam von dir Besitz. Okay. Nur von mir? Oh, scheiße. Was? Was? Oh, shit. Wie kam es jetzt zu der Verderbtheit? Oh, nein. Lag es daran, dass ich zu lange innerhalb dieses Dings stand? Gehe ich mal stark von aus. Oh je. Tut mir leid, Leute. Leider werde ich den Part an dieser Stelle unterbrechen müssen, denn diese Mission hat deutlich länger gedauert, als ich es hätte ahnen können. Ne? Also auch nachdem ich das erste Raubzug-Kapitel abgeschlossen habe, hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert. Aber das werdet ihr ja auch noch sehen. Sei es wie es sei, ich werde an dieser Stelle den Part für heute beenden und dann werden wir morgen direkt im Anschluss weitermachen. Also dann, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!